Und dazu gibt es ja viele Kanzlerinnen, aber nur eine. Und genau deshalb will ich mich jetzt zur Kanzlerin wählen lassen. Das Wichtigste, das man dafür braucht, sind natürlich Wähler. Aber was wollen die überhaupt? Genau das will ich heute rausfinden. Ich möchte Kanzlerin werden und möchte von euch wissen, welche Themen und Inhalte ich vertreten muss, damit ihr mich wählt. Umwelt ist immer wichtig. Gegen die Wirtschaftskrise kämpfen. Ausländerpolitik. Bildung. Tierschutz generell. Tierschutz und Menschenrechte, die liest dann noch die Wendy. Was muss ich machen, damit du mich zur Kanzlerin wählst? Weiter so machen. Nimm mal den Reichen ein bisschen das Geld weg. Gerechtigkeit, Wahrheit. Ich glaube, Familienpolitik ist wichtig. Und ich glaube, es wäre wichtig, noch mal grundsätzlich neu mit den Menschen zu debattieren, was Europa eigentlich für jeden Einzelnen bedeutet. Du kannst doch einen Button haben, wenn du willst. Oh, krass. Ihr habt sogar Giveaways. Ja, was muss ich tun, damit du mich wählst? Ja. Die Politikverdrossenheit unter der jungen Generation, das merke ich ausgerechnet hier in der politischen Hauptstadt unseres Landes, ist besonders groß und ein Problem, das wir dringend angehen müssen. Also meine Themen habe ich jetzt. Was noch fehlt, ist die Strategie. Und dafür gehen wir mal zu Johansen und Kretschmer. Das ist die Agentur, die auch für Per Steinbrück und die SPD den Wahlkampf macht. Mal schauen, was die so können. Frau Schuch, hallo. Guten Tag, hallo. Hier ist schon die Merkel-typische Handbewegung. Mal gucken, ob ich davon auch eine brauche. Heiko Kretschmer. Hallo. Hallo. Ihnen gehört der Laden hier? So ungefähr. Ah, okay. Und Frau Schulz ist hier, weil sie Kandidatin werden möchte und braucht ein bisschen Beratung von uns. Und wir haben gedacht, dass wir uns einfach doch nochmal anschauen, was gab es so an guten und an schlechten Wahlplakaten, auch von anderen Kandidaten. Mhm. Was sollte ich übernehmen und was lieber nicht? Was spricht Sie denn an? Also diese Sachen zum Beispiel eher nicht, weil ich jemand bin, der schönes Layout mag. Ja, das stimmt. Ist denn, könnte meins funktionieren? Ich meine, es ist sehr nachdenklich. Das spricht sicherlich den einen oder anderen an. Aber dann gibt es auch wieder Wähler, die wollen natürlich mehr so jemanden, der auch klare Führungen zeigt. Mhm. Da würde ich das Plakat eher für zu zögerlich halten. So. Sie sagen, wählen Sie mich? Aber wofür? Ich hatte ja noch keine Inhalte, als ich losgezogen bin. Das hat sich jetzt geändert. Mhm. Zum Glück. Ja. Also wie geht man jetzt vor, wenn man sagt, okay, wir haben die Kandidatin Eva so ein bisschen auseinanderklamüsert und positioniert und wir haben auch die Themen. Was brauche ich dann alles für die Kampagne? Wie ist Eva als Politikerin? Ne? Aha! Was will Eva ändern? Ne? Also drei Grundbotschaften hat man da. Ja? Das ist das, was man selber auf Plakate bringt, wo man selber also auch auf Veranstaltungen zu reden, da sollte man sich reduzieren. Okay, Punkt 3. Wer soll Eva wählen? Oh yeah! Auf welchen Feldern fühlen Sie sich dann am sichersten? Nennen Sie uns doch mal 5 Meilensteine Ihrer Biografie. Sind Sie ein guter Redner? Können Sie Dinge schnell aufnehmen? Können Sie auch komplexe Sachverhalte einfach und verständlich darstellen? In meinem Vote for Eva ist ja eine starke Aufforderung, aber warum eigentlich? Oh, vielen Dank. Tschüss. Tschüss, danke schön. Alles Gute, viel Erfolg. Danke. Tschüss. Schon spannend, wie viel Strategie hinter so einem Wahlkampf steckt. Da wird wirklich jedes Fitzelchen geplant. Jetzt geht's noch mal an die Feinheiten. Ich treffe den Spin-Doktor von Gerhard Schröder. Guten Tag, hallo. Man sagt ja, 1998, als Sie Gerhard Schröder unterstützt haben, wäre der erste professionelle Wahlkampf in Deutschland gewesen. Warum war das so? Wir haben ein sehr enges Umfeld aufgebaut zwischen Meinungsforschern, Werbeagenturen, Internetberatern. Mhm. Und glaube, haben versucht, ein ganz wichtiges Prinzip durchzuhalten in diesem Wahlkampf. Immer schneller zu sein als die politische Konkurrenz. Was haben Sie an Gerhard Schröder gedreht? Gar nichts. Gerhard Schröder man musste Gerhard Schröder nicht drehen. Der hat nicht angefangen, sich anders darzustellen, als er eigentlich ist. Das fällt immer auf. Aber wenn man das jetzt hat, wie macht man dann weiter? Wenn man das hat, dann geht es, glaube ich, um die Frage, was treibt eigentlich die Menschen in Deutschland um? Und was wird im nächsten Jahr wahrscheinlich die wahlentscheidende Frage sein? Und was zwar ist die wahlentscheidende Frage im nächsten Jahr? Ich glaube, es wird um die Frage gehen, wie schaffen wir es, dass das Gerechtigkeitsdefizit, das es in Deutschland gibt, zu reduzieren. Gerechtigkeit, Wahrheit. Vielen Dank. Auf ein neues. Ja. Irgendwann und irgendwo. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.